Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever. In der letzten Folge haben wir ja hier unsere Schienen ein wenig länger gebaut, in der Hoffnung, dass die jetzt nicht so schnell zugebaut werden. Müssen wir ein wenig im Auge behalten, glaube ich. Und die Lok fährt hier natürlich munter entlang. Wie viele Leute hat sie denn dabei? 17. Oh ja, könnten mehr sein. Aber da fahren viele. Müssen wir die Buslinie hier noch aufstocken? Ich wollte die Buslinie wollte ich haben, nicht die Person. Linie 11. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Fahrzeuge haben wir da nur. Können wir gerade mal gucken. Na, da können wir noch ein paar mehr holen. Linie 11. Wo haben wir denn hier ein... Ein da. So, Busse. So, Linie 11. Passt. So, warte mal hier. Da haben wir Öl. Rohöl. Ach, hier müssen wir ja auch noch hin, ne? Eigentlich auch mit dem Bahnhof. Nach Salem. Weil hier sind auch eine ganze Menge Leute. Auch wenn sie hier jetzt gerade nicht aufs Flugzeug warten. Wobei, wir müssen die eine Lok da hinten erst noch tauschen, ne? Die ist schon sehr alt. War das die hier? 25 Jahre. Und die da hat 16 Jahre, okay. Die hier müssten wir wahrscheinlich dann mal verkaufen, ja. Zug 3. Ach, unser Flugzeug startet wieder. Hat es Passagiere dabei? Nein. Null ist wenig. Wollen da so wenige hin? Oder ist das einfach so teuer? Das ist hier noch die Frage. Wo wollt ihr denn hin? Schauen wir doch mal. Geschäft in hierhin, Müller, wo ist das? Okay. Wow, da sind auch eine ganze Menge Leute. Arbeitsplatz. Okay. Also hier sollten wir auch noch Personenverkehr hinbringen. Wenn ich das richtig sehe. Ich frage, ob wir nochmal einen Flughafen bauen. Dass die halt da fliegen können. Wobei die Strecke ist ja eigentlich eher prädestiniert für die Bahn, ne? Um das mal so anzumerken. Was kostet denn die neue? Elektrisch wäre natürlich toll, aber völlig utopisch.
Die hatten wir, glaube ich, ne? 2,25. Wir bräuchten noch mehr Geld. So mal am Rande erwähnt. Oh, da warten sogar welche. Okay. 6 Leute? 7? 5 von 5. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Fünf von fünf. Brauchen wir noch ein Flugzeug. Wir könnten noch einen Douglas kaufen, ne? Die kann 8 Leute transportieren. Machen wir doch. So, dass der Flugverkehr auch auf die Beine kommt. Perfekt. Da stapelt sich das Benzin, oder das Rohöl. Ich würde ja gerne noch mehr mit dem... Achso, die 17, das ist nicht die alte. Boah, das ist Wahnsinn, was da an Personenverkehr ist. Da müssen wir erstmal hinterherkommen. Ich weiß gerade noch nicht genau wie. Anzahl der Busse erhöhen oder... Das Problem mit den Loks ist ja, dass die gerade so viel kosten, ne? Ah, langsam wird's. Können wir auch mal gucken. Linie 15. Fahrzeugersatz. Den tauschen wir natürlich. So, Linie 17. Passt auch. Wunderbar. Das ist die alte. 26 Jahre, ja, das ist die alte. Ich glaube, wir fahren sie jetzt mal tatsächlich ins Depot. Und dann schauen wir mal, dass wir Ersatz kriegen. So, so eine Lok. Und dann noch Waggons dazu. Einer mehr wäre jetzt noch gut. Wenn es ginge. Kriegen wir das noch hin? Ja, mit 50 km in Sicherheit nicht. Aber jetzt kann ich gerade eh noch ein bisschen warten, bis die... Na, komm. Oh. Das war mal so nah dran. Waren wir so nah dran. 300, 385, 391 und wieder 21. Jawohl, einen haben wir noch. So, Linie zuweisen, das ist hier Linie 5. Dann haben wir die auch mal erneuert. Und dann können wir mal schauen, dass wir irgendwie hier einen Bahnhof noch hinkriegen, der den Ort hier anbindet. Was ehrlich gesagt gerade gar nicht so einfach ist. Schiffsverkehr macht hier jetzt gerade keinen Sinn.
nur die Frage, wie wir den Ort angebunden kriegen, ja. Ach so, da haben wir ja schon. Das heißt, wir müssten hier irgendwie... Ist dann die Frage, gehen wir dort lang? Hier ist ja gerade auch doof, ne? Hm. Wie können wir da geschickt Schienen verlegen? Das ist hier die Frage. Ich mache das dann mal, das wird eine eigene Linie dann natürlich. Hm. Sollten wir da durchgehen? Macht wenig Sinn, ne? Irgendwie da quer rüber macht mehr Sinn. Steigung zu groß. Können wir das natürlich so machen. Dann hätten wir nur eine ziemlich... Oh, ein neues Fahrzeug ist verfügbar, okay. Erreiche eine Stadt mit mindestens 750 Einwohnern. Das haben wir geschafft, perfekt. Hm. Da müssen wir so drüber. Weil, sonst kommen wir hier über die Schienen nicht drüber. Aber das kostet noch zu viel Geld. Okay, behalten wir im Auge. Jetzt müssen wir gerade erstmal nach den... Da haben wir eine Linie, genau. Fahrzeugersatz, da können wir jetzt den auswählen. Der transportiert 14 und fährt 45. Wunderbar. So, wie alt ist sie? Eigentlich 23, die muss dann auch bald ersetzt werden. Da würde ich dann ja fast auf die hier gehen. Und... Die reichen eigentlich, ne? Geht die dann auch nur auf einen, oder? Machen wir das mal so. Fahren die Höchstgeschwindigkeit und die Lok hat 80. Oh, die billigeren Loks gibt es gar nicht mehr, okay. Die machen wir weg und dann machen wir aber die da hinzu, weil die fährt schneller. Die fährt 100, die fährt nämlich nur 80. Brauchen wir nur das nötige Kleingeld, dass wir die auch ersetzt kriegen. Fluglinie macht noch Verlust. Linie 16 macht auch Verlust. Das da ist Linie 16. Das Rosane hier, okay. Macht die Verlust, weil die jetzt Fahrzeuge ersetzt hat, oder
macht ihr tatsächlich Verlust. Das ist hier immer noch die große Frage. Das ist manchmal nämlich nur so eine Momentaufnahme. Linie 9, wo bist du? Das ist die dort. Die macht auch Verlust, okay. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber die anderen sind alle sehr gut dabei. Von daher geht's eigentlich noch. Haben wir jetzt eigentlich bei beiden Buslinien das schon, oder bei allen Buslinien? Achso, ne, Moment. Das ist der neueste, ne? Ja, ja, genau, das ist der neueste. Wie sieht's mit LKWs aus? Da haben wir gar keinen Fahrzeugersatz eingestellt. Hoppala. So soll das nicht sein. Linie 10 ist aber aktiv, oder? Ja, aber noch der falsche. Ne, Moment, das ist der richtige, ne? 40 fährt der, 30... Oh ja, das ist der richtige. Hier haben wir den falschen. Fahrzeugersatz. Den hier natürlich. So, da ist das eingeschaltet? Ja, eingeschaltet ist es. Da haben wir auch den richtigen, so wie es aussieht. Ja. Die sind schon ersetzt. Die sind dran. Linie 3 haben wir auch den richtigen. Passt. Die sind schon fast vollständig ersetzt. Linie 1, okay. Sehr gut. Warten wir jetzt, bis die Lok da ersetzt wurde. Wie schnell fährt die? 25 ist sie alt, 50 fährt sie maximal. Ja, das ist natürlich die neue dann, das Ersatzfahrzeug. Deutlich schneller. Das Problem ist, wir müssen es haben. Mip-Map. Es gibt einen neuen Bus. Hervorragend. Linie 2. Dann machen wir hier natürlich den Fahrzeugersatz anders. Da gehen wir dann auf den Twin Coach. So, wo haben wir die nächste Buslinie? Da unten. Der hat eine Kapazität von 11 und fährt statt 35 50 km/h. Das ist doch mal ein Wort. So, da haben wir hier doch noch eine Buslinie, genau, die 16. Da ist dann natürlich auch der Twin Coach. Perfekt. Da hatten wir umgestellt? Ja. Sehr gut. Straßenbahn fährt. Ist Wahnsinn, was da an Leuten warten. Die kriegen wir also gar nicht. Müsste ich die... Linie 11. 3 Minuten, da könnten wir natürlich noch ein paar Fahrzeuge dazu machen, ne? Linie 11 fährt wo? Da ist Linie 11, okay. Da ist das Fahrzeugdepot. Passt. 1, 2, 3, 4.
5, Linie 11. Sehr schön. Da düsen sie los, unsere Busse. Um dann erstmal im Stau zu stehen. Ah, das sieht doch schon mal schön aus. Die gefallen mir. Jetzt nur die Frage, zu welchen Haltestellen die fahren. Versuche, mehr Einheiten abzutransportieren. Tja. Würde ich gerne. Nehmen die was mit? Ich hoffe doch, oder? Ja, machen sie. Linie 7. Brauchen wir da vielleicht noch mehr LKWs? Das will ich ja nicht ausschließen. Große Frage ist nur, wo ist das? Da ist es. Linie 7. Wie viel haben wir denn da? Okay, nur ein ganz paar. Kaufen wir da nochmal ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Linie 7. Vielleicht wird es dann besser. Was ich ja sehr hoffe. So, die ist auch schon relativ alt, ne? Nö, 4 Jahre, das geht. Vier Jahre kann man mit leben. Aber wie ich sehe, ist die Zeit schon wieder um. Oh, schaut euch mal den Verkehr hier an. Wahnsinn. Deswegen sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir hier weiter versuchen, unsere ganzen Transportprobleme zu lösen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.